4 cm vor einer Bikonwechslinse mit Brennweite 1,5 cm stellt man ein 1,2 cm hohes Objekt. In welchem Abstand von der Linse muss man die Leinwand aufstellen und wie hoch wird das Bild sein? Hier die Angaben. Der Abstand P zwischen Linsenzentrum und Objekt beträgt 4 cm. Die Brennweite klein f beträgt 1,5 cm und die Höhe klein h vom Objekt beträgt 1,2 cm. Das ist hier alles nach Maßstab eingezeichnet. Gefragt wird: Der Abstand P' zwischen dem Linsenzentrum C und dem Bild sowie die Höhe H' von dem Bild. Wir drücken beide Größen in Zentimeter aus. Zuerst konstruieren wir den Parallelstrahl, der von B ausgeht. Der wird durch die Linse gebrochen zum Brennstrahl. Der Mittelpunktstrahl, der von B ausgeht, wird nicht gebrochen, daher dieser geradlinige Lichtstrahl. Da, wo diese beiden Strahlen sich treffen, da befindet sich das Bild. Die zwei Dreiecke A, B, C und A', B', C sind ähnlich. So, woraus wir zum Beispiel schließen: Klein geteilt durch groß gleich klein geteilt durch groß. Also klein H' geteilt durch groß H gleich klein P' geteilt durch groß P. Hier ersetzen wir H und P durch die bekannten Werte. So erhalten wir diese Gleichung. Ich mag Dezimalzahlen nicht. Wenn wir jetzt beidseitig durch 10 teilen, so finden wir H' auf 12 gleich P' auf 40. Und jetzt können wir beidseitig mit 4 multiplizieren und somit erhalten wir diese Gleichung. Jetzt multiplizieren wir noch kreuzweise und erhalten diese Gleichung mit den zwei Unbekannten H' und P'. Diese Gleichung halten wir da oben fest. So. Und jetzt suchen wir noch eine zweite Gleichung mit diesen zwei Unbekannten H' und P'. Dazu nutzen wir diese zwei Dreiecke C, D, F2 und A', B', F2. Diese zwei Dreiecke sind ähnlich, woraus wir zum Beispiel schließen, dass klein geteilt durch groß dasselbe ist wie klein geteilt durch groß. Also klein H' geteilt durch groß, der Abstand zwischen D und C, das ist die Höhe H vom Objekt, also geteilt durch H, gleich klein dieser Abstand zwischen A' und F2, das ist der Abstand P' minus die Brennweite klein f, also P' minus f, geteilt durch groß und dieser große Abstand, das ist die Brennweite f. In dieser Gleichung ersetzen wir h und f durch die bekannten Werte und somit finden wir diese Gleichung. Damit diese Dezimalzahlen verschwinden, multiplizieren wir diesen Bruch unten und oben mit 5 und diesen Bruch unten und oben mit 2. Somit erhalten wir diese Gleichung. Hier können wir jetzt noch beidseitig mit 3 multiplizieren. So erhalten wir diese vereinfachte Gleichung. Jetzt brauchen wir nur noch diese 2 rechts rüber zu setzen, wo sie diese Differenz multiplizieren wird. Und dann setzen wir den Term 4P' noch links rüber. Und somit erhalten wir diese zweite Gleichung,
die wir hier oben festhalten. So, also haben wir diese zwei Gleichungen, diese und diese, mit den zwei Unbekannten. Diese zwei Gleichungen bilden dieses Gleichungssystem. Dieses Gleichungssystem geben wir dem Taschenrechner ein. Zuerst gehen wir ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen, bestätigen diese Auswahl durch Enter. Wir möchten ein Gleichungssystem lösen, also 1, 1. Unser Gleichungssystem enthält zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten, also wählen wir hier die 2, 2. Und jetzt geben wir dieses Gleichungssystem ein. Die Vorzahl der ersten Unbekannten in der ersten Gleichung, die wir dahin setzen, ist 10. Wir geben ein 10 und bestätigen diese Eingabe durch Enter. Die 10 ist an ihrem Platz. Dann minus 3, minus 3, Enter. Vorsicht bei den unabhängigen Gliedern. Die müssen rechts vom Ist-Zeichen stehen. Tun sie. Also geben wir jetzt ein diese 0, 0, Enter. Jetzt die zweite Gleichung. 5, Enter, minus 4, Enter, minus 6, Enter. Das Gleichungssystem ist somit bereit. Jetzt nochmal Enter. Casio findet als Wert für die erste Unbekannte 18 25stel. Für uns bedeutet das, dass H' 18 25stel ist. Wir erhalten den Dezimalwert von diesem Bruch durch diese Taste SD, Klick, also H' gleich 0,72 cm. Jetzt die zweite Unbekannte für Casio Y. Nochmal Enter. Y gleich 12 Fünftel, das heißt 2,4. Für uns P' gleich 2,4 cm. Somit haben wir H' und P' gefunden und schreiben das als Endantwort auf.